Fähigkeit Skikraft freigeschaltet. Ja, Freunde, was geht? White hier, willkommen. Neues Skill-Video am Start. Ja, Freunde, Taekwon Kuo gibt es heute für euch. Ja, haben sich ja brutalst viele gewünscht, muss ich sagen. Ja, schon von Anfang an. Und ja, Activision war so frei gewesen, mir einen zu schicken. Für mich einen auf Lager gehabt. Ja, den habe ich bekommen. Obendrauf habe ich sogar noch eine Hutzickel-Figur bekommen. Wird es demnächst ein Ausskill-Video von geben? Taekwon Kuo. Bin ich mal sehr gespannt, Freunde, ob der wirklich so stark ist, wie alle da draußen sagen. Und das werden wir heute herausfinden. Bevor ich jetzt aber direkt loslege, zuerst einmal möchte ich mich entschuldigen. Ich habe letzte Woche Sonntag ja nicht das Creation 2. Advent Gewinnspiel aufgelöst gehabt. Ja, Freunde, es lag einfach daran, es war so viel zu tun gewesen. Ja, Freunde, ja, ich musste spezielle Videos produzieren, die ich dann auch hochladen musste und so weiter, auch für Activision. Deswegen, Freunde, ja, ging das alles nicht so, wie ich es geplant hatte, ne? Was aber absolut nicht schlimm ist, Freunde, denn jetzt kommt das Creation-Auflösungsvideo. Diesmal war es wieder sehr, sehr schwer gewesen. Ich glaube, 500, 600 Teilnehmer waren es wieder gewesen. Mega geil von euch, richtig, richtig gut. Freunde, wusste wirklich nicht, was ich nehmen sollte. Ich habe meine vier Favoriten rausgeholt. Ja, die werde ich euch jetzt mal einblenden. Das ist einmal Gripped Keeper gewesen, dann Tristan Blaukart, dann einmal Koshi Kirifuda und einmal Simply. Freunde, die vier habe ich mir rausgesucht, ja, und dann habe ich das mal mit dem Flash ein bisschen besprochen, weil die vier waren einfach alle geil gewesen, ja, eigentlich waren alle 500 geil, aber ich musste mich ja irgendwie entscheiden und dann habe ich mit dem Flash eine Meinung reingeholt und im Endeffekt sind wir dann auf den Nenner gekommen, Freunde. Wir haben uns entschieden, dass, oder besser gesagt, er hat mich nach meiner Meinung gefragt, dann habe ich ihm das gesagt und dann hat er gesagt, ja, findet er auch so in Ordnung auf jeden Fall. Und gewonnen hat Simply. Herzlichen Glückwunsch, mein Freund, du bekommst den Lebens- und Gespenster-Creation-Kristall-Imaginators von mir. Ja, schreib mir bitte eine persönliche Nachricht hier auf YouTube, das geht unter Kanalinfos und dann steht da rechts irgendwo Nachricht senden. Dort schickst du mir bitte eine Nachricht, dann kannst du mir deine Adresse schicken. Dann können die Dinger... Ach Mist, das wollte ich gar nicht. Dann können die Dinger raus, damit sie dann frühzeitig noch hoffentlich vor Weihnachten ankommen. Ja, alles klar, herzlichen Glückwunsch. Und nächsten Sonntag, also diesen Sonntag, wird es halt das vierte Adventsgewinnspiel geben mit Schatten- und Lichtkristall, Freunde. Ja, die werde ich dann da raushauen für euch. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Okay. Zum dritten Advent gab es ja halt das Chompy Mage und Creation Code Video. Ja, also ich denke mal, das ist ein bisschen wertvoller als so zwei Kristalle, würde ich sagen. Ne? Auf jeden Fall haben noch nicht so viele mitgemacht, Freunde. Also die Chance ist noch da. Ja? Macht ein geiles Weihnachtsfoto. Ab dafür und mitmachen. Ja, Freunde, so, jetzt geht's aber los. Taekwon Kuo Skill Video am Start. So, Freunde. Ist er wirklich so stark, wie alle sagen? Taekwon Kuo wiedergekehrt als Schurke aus Trap Team. Und damals hatte er ein Schwert gehabt und damals war er Element Schatten gewesen. Jetzt ist er Element Feuer, hat Wurfsterne und hat diesen Roundhouse-Kick hier, ja, am Start, der auf jeden Fall schon mal sehr geil ist. Chuck Norris-like, würde ich sagen. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir gucken einfach nach, ob der wirklich so stark ist, wie alle behaupten, ja, also viele rasten ja voll aus, boah, der ist so brutal, Alter, den musst du haben, boah, werde ich jetzt herausfinden, Freunde, werde ich jetzt auf jeden Fall herausfinden, los geht die wilde Fahrt mit den ersten beiden Fähigkeiten, Wurfsternwurf, drücke Vierk, um Sternscheiben auf Gegner in der Nähe zu werfen, Flammentritt, drücke Kreis, um einen Wirbeltritt, der dem Boden in Flammen steckt. Gut, also Freunde, hier haben wir dann den Wurfsterne. Noch nicht allzu schnell, muss ich sagen, aber 36er Schaden ist natürlich auf jeden Fall schon mal recht hoch, muss ich zugeben. Also, so viel haben die anderen, Ninja nicht. Finde ich gut, auf jeden Fall. Hier haben wir den Roundhouse Kick, Freunde, auch 36er Schaden und 18 ziehen diese Flammen ab, die dann auch noch eine Zeit lang liegen bleiben, was mega, mega cool ist. Wie lange bleiben die Flammen wohl? Wir schauen mal nach, weil ich denke mal, eine Attacke wird verbesserungswürdig sein, dass die Flammen länger bleiben. Wir schauen mal eben nach. Moment. Und los geht's. So, schauen wir mal eben nach, Freunde, wie lange die Flammen am Start sind.
6 Sekunden. Kann man auf jeden Fall mit leben. Finde ich sehr gut. Alles klar. Super, Freunde. Daquan Crows können kann nicht in Zahlen gemessen werden. Oder vielleicht doch. Ich hab's noch nie probiert. Fertig? Okay. So, Freunde, Abprallschuss. Die Sternscheiben deines Wurfsternwurfs verursachen jetzt mehr Schaden und prallen zwischen nah beieinander stehenden Gegnern ab. Ah ja. Tatsache. Okay, alles klar. Schauen wir gerne nach. Hol ich mal direkt zwei Gegner. Jawohl. Freunde, super. Und zieht auch schon mehr ab. Geil. Sofort mehr Schaden, Alter. 54er Schaden schon am Start, würde ich sagen. Also, da geht auf jeden Fall klar. Ja, mega. 54er Schaden, Freunde. Und die Abpraller zieht 17 Schadenspunkte ab. Mega. Mega, mega geil. Gut. Super. So, Buzzerbeak. Drücke Dreieck, um einen Buzzerbeak herbeizurufen, der für dich kämpft. Buzzerbeak, Freunde, müsst ihr wissen, für die, die es nicht wissen, war auch ein Schurke in Trap Team, war ein Luftschurke gewesen. Und der kehrt jetzt also mit Daquan Crow hier zurück. Da ist er. Ah, wunderbar. So, greif mal an da. 18er Schaden. Okay, sehr gut. Wie lange bleibst du? Ah, da ist er schon wieder weg. Okay. So, Freunde, wir schauen da auch gerne einmal nach, wie lange der bleibt. Da kommt er. Für so zwischendurch, für das, dass man den dafür den nichts tun muss, ist das auf jeden Fall schon genial, muss ich sagen. 12 Sekunden, Alter. 12 ganze Sekunden. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, würde ich sagen. Sehr gut. So, Wurf... Wurfsterne anzünden, wirf Sternscheiben durch deine Flammenwand, um ihren Schaden zu erhöhen. Okay, aufgepasst. Jo, 81er Schaden, Freunde, haben wir jetzt. Können wir mitnehmen, oder Freunde, können wir mitnehmen? Von 54 auf 81, wunderbar. 27 Punkte obendrauf, sehr, sehr krass auf jeden Fall, sehr, sehr krass. Feuerschnabel. Drücke Kreis, um deinen Buzzerbeak zu treten, damit er durch seine Wut schneller wird und mehr Schaden verursacht. Alles klar. Wir hatten vorher den 18er Schaden. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt für einen Schaden haben. 25. Tatsache. Alles klar. Wunderbar. Sehr gut. Alles klar. Freunde, 7 Schadenspunkte erhöht. Kann man definitiv mitnehmen. So, jetzt haben wir hier die beiden Wege auf jeden Fall. Wir, um 3 Sternscheiben zu werfen, Alter, ich glaube, das wird jetzt brutal schwer für uns werden, weil hier können wir 3 Buzzerbeaks rufen. Hier haben wir Mutter-Buzzerbeak-Tier hier, Mutter-Buzzer, Wutschnabel, noch schneller zu machen. Alter, das ist echt schwer jetzt, muss ich sagen. Kommen wir schauen erstmal, wie die beiden heißen. Wurfsternschleuder und Krähenkommander, okay. Also, wir haben oben, Freunde, dreifach Wurfstern, drücke Viereck, um 3 Sternscheiben zu werfen, was absolut der Hammer ist, würde ich sagen. Ja, bei 54er Schaden und kann man das auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Wurfsternwirbel, drücke und halte Viereck für kurze Zeit, um einen Wirbel aus 5 großen Wurfsternen zu werfen. Okay. Bodensägen, drücke und halte Viereck länger, um ein paar Bodensägen zu werfen. Okay, dann wirft ihr die wahrscheinliche Bohnen und die rattern dann da los. Nicht schlecht. Dreifachtritt, drücke Kreis, Kreis, Kreis für eine Flammtritt-Kombo. Okay. Buzzer-Bataillon, drücke Dreieck, um 3 Buzzerbeaks herbeizurufen, die für dich kämpfen. Das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. So, Wutschnabel, deine wütenden Buzzerbeaks sind noch schneller, verursachen noch mehr Schaden und verschwinden in einer Explosion. Okay, 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 okay. Wenn ich ganz offen und ehrlich bin, muss ich sagen, der untere Weg interessiert mich mehr, muss ich sagen. Aber ich denke mal, die Hauptattacke vom Daquan Crow sind halt seine Wurfsterne. Und wenn wir direkt 3 auf einmal rufen können, ist das schon mal effektiver, muss ich sagen. Deswegen denke ich mal, obwohl ich sagen muss, eigentlich ist das ja nur der erste hier. Und die anderen beiden sind rein theoretisch nicht so jetzt so cool. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist die Frage. Das ist echt jetzt die Frage, ob wir jetzt... ob wir jetzt den Buzzerbeak-Weg wählen oder den oberen Weg. Das ist jetzt die Frage.
die Kunst des Sieges gemeistert. Alter, wie lange bleibt er hier? Wie lange bleibt der große Buzzerby? Ja, auch so 11 bis 12 Sekunden, Freunde. Okay, kann man auf jeden Fall mitnehmen, würde ich sagen. Sehr, sehr gut. Taekwon Crows können, kann nicht in Zahlen gemessen werden. Ja, die Frage ist wirklich, Freunde, auf was skillen wir? Boah, ich war noch nie so, also... Ich war echt noch nie so, ich habe keine Ahnung, ey. Ich hab gar keinen Plan. Hab gar keine Ahnung. Ich weiß, was wir machen, Freunde, ich weiß, was wir machen. Pass auf. Wir, Freunde, ich gucke jetzt mal schnell nach, auf was der Flash geskillt hat. Und dann nehmen wir einfach den anderen Weg. Dann könnt ihr euch beide Wege da anschauen und ich mir nämlich auch. Moment. Let's skill auf Krähe. Okay, der hat den unteren Weg genommen. Alles klar. Gut, dann nehmen wir den oberen Weg. Super, dann kann ich mir den beim Flash auf jeden Fall mal angucken, ob der untere Weg geil ist. So, Freunde, wir gehen den oberen Weg. Wir gehen auf Wurfsternschleuder. War sowieso meine Wahl, obwohl der untere interessanter war. Aber oben halt 3 Wurfsterne. Ja, was will man mehr, Freunde? Was will man mehr, würde ich sagen. Ja, das geht auf jeden Fall klar hier. Ah, guckt euch das an hier. Mega. Das ist das Geile daran, ja. Und die Wurfsterne, Freunde, ja, guck mal hier. Die schleudern hin und her. Das ist einfach unglaublich, ja. Das ist einfach unglaublich mega. Das ist schon geil. Das ist schon geil, ja. Das ist wirklich schon geil. So, jetzt haben wir hier die 5 großen Wurfsterne. Das hätte ich besser fragen sollen, bevor ich sie alle besiegt habe. Ja, okay, also die Aufladezeit ist wirklich extrem kurz. Muss ich echt sagen, also die Aufladezeit ist extrem kurz, aber der Schaden ist auch extrem kurz, muss ich sagen. 73er Schaden ist jetzt nicht so viel. Hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Ich persönlich, aber okay, kann ich ja sowieso nie ändern. Bodensägen, okay, halte Viereck für ein paar Bodensägen, okay. Wow, 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 die kommen, Alter, die kommen ja zurück. Ja, 145, Freunde, kann man nehmen. Und das Geile ist, dass die nochmal zurückkommen. Wisst ihr, wie ich meine? Die sind nicht einmal bam weg. Nein, Freunde, die kommen zurück. Und tschakalaka, bumm, hast du 290er Schaden, wenn du beide triffst. Wisst ihr, wie ich meine? Hast du 290er ganz gepflegten Schaden, Alter. Der geht auf jeden Fall klar, würde ich sagen. Das ist geil. Und was auch noch geil ist, dass wir ein Buzzerbeak rufen. Und wenn wir gedrückt halten, kommt dann noch hier Mama Buzzerbeak. Und das heißt, wir haben hier die übelsten Buzzerbeak Aktionen hier. Wohin, Mutti, Alter? Ey, Mutti haut einfach ab. Ist die doof? Mutti! Warum macht die denn sowas? Mutti, Mutti, Mutti. Das geht aber so nicht hier, ne? Das geht aber so nicht, Mutti. So, ich bin mal sehr gespannt, was mit der Sky-Ski-Fähigkeit ist, Freunde. Da bin ich mal sehr gespannt. Schauen wir mal nach, fertig. John B. Und los. Das war Taekwon, wow! Das waren ein paar große Wurfsterne, würde ich sagen, oder? Das ging schon klar. Das ging schon klar, muss ich sagen. Ein paar große Wurfsterne am Start hier. Mega. Ja, Freunde, Taekwon Crow ist doch extrem stark, muss ich sagen. Wenn ich das mit den anderen vergleiche, mit StarCast und so, die haben keinen 54er Schaden, muss ich sagen, bei den Wurfsternen. Und die prallen noch nicht zurück. Ein Schuss ins Dunkle. Muss ich mal echt sagen. Also... Die haben keine 54er Schaden. Und der kann nur einwerfen. Seht ihr, der hat nur 28. Seht ihr, Freunde? Also, Taekwon Crow ist aus meiner Sicht bei den Ninjas schon wirklich extrem, extrem stark. Boom Bloom kann ich sowieso nicht dazu rechnen, weil Boom Bloom ist halt, die hat eine Peitsche. Wisst ihr, wie ich meine? Die hat eine Peitsche. Aber hier, 3 Wurfsterne auf dem Freimann. Hier, zack, die Sägen für 290er Schaden. Der Roundhouse-Kick. Hier, Buzzerbeak. Buzzerbeaks Moody. Würde ich sagen, geht auf jeden Fall schon klar, oder, Freunde? Geht auf jeden Fall klar. Gut.
das war's gewesen, Freunde. Das war das Skill-Video von Take One Quo. Nochmals vielen, vielen Dank an Activision fürs Schicken der Figur. Und Simply, du schreibst mir bitte eine Nachricht, damit ich dir die Creation Crystal zuschicken kann. Und denk dann, Freunde, Sonntag, Licht- und Schattenelement-Kristalle könnt ihr gewinnen. Ja, ihr wisst Bescheid. Dankeschön, Freunde. Haut rein. Peace.